Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zu einem kleinen Talk-Video meinerseits. Ich möchte heute etwas darüber reden, wie die Walross-Edition für mich als Creator eigentlich wirklich war, nun wo die Reihe tatsächlich zu Ende ist. Ich werde euch hoffentlich einblenden, wohin ihr skippen müsst, wenn ihr nur das hören wollt, denn vorher reden wir über eine Abstimmung. Und zwar dürft ihr als Zuschauer unter diesem Video eure Lieblingscharaktere der Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition bestimmen. Es ist relativ einfach. Ihr habt drei Stimmen, jeweils mehr Punkte, je höher die Stimme. Also ihr schreibt mir einfach eure Top 3 Charaktere der Walross Edition in die Kommentare. Hierbei halt bitte keine kompletten Nebencharaktere, die gar nichts zu bedeuten haben. Ich versuche mal alle die Zählen aus dem Kopf aufzuzählen. Machen wir es anders. Alle Charaktere, die in den Credits der Walross Edition 6 vorkamen, stehen hier zur Auswahl. Das heißt, wer sich gerade nicht sicher ist, kann das Ganze nochmal nachgucken. Gucken, welche Charaktere dort sind. Und in den Kommentaren dann seine Top 3 aufschreiben. Ich werde dann, ich weiß gar nicht, wann das Video online kommt, von dem Punkt, wo dieses Video online kommt, in 7 Tagen wird die Abstimmung enden und ich werde ein extra Video machen, in dem ich reveale, wie die Abstimmung geendet hat. Gleichzeitig werde ich in dem Video meine persönlichen Top 3 der Walross Edition vorstellen und euch meine Schätzung, die ich bereits aufgestellt und aufgeschrieben habe, darüber, was ich denke, sind eure Top 3. Und das Ganze dann abgleichen mit den tatsächlichen Ergebnissen. Also, eure Lieblingscharaktere unten in die Kommentare. Einfach erstens, zweitens, drittens und dann den Charakternamen jeweils dahinter. Und ich bin gespannt, wie richtig ich mit meinen Vermutungen liegen werde. Dann fangen wir mal mit dem eigentlichen Thema an. Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition. Eine Hörspielreihe, die am 19.09.2018 zum ersten Mal das Licht von YouTube erblickte. Die erste Folge kam damals online und man hat auch bemerkt, ich war selber nicht sonderlich überzeugt von dem, was ich da mache. Ich hatte eine Geschichte geschrieben, die ich persönlich okay fand damals. Ich hatte damals noch nie wirklich etwas geschrieben, mochte die Pokémon Mystery Dungeon Reihe, kannte sie aber auch noch nicht lang. Und hab dann gedacht, vielleicht lade ich das Ganze einfach als Hörspiel hoch, vielleicht interessiert es irgendjemanden. Falls das übrigens wer interessiert, falls man was hört, dann hinten steht mein Laptop, der gerade Walross Edition 6 das ganze Hörspiel rendert. Eigentlich hätte er schon fertig sein sollen, aber es gab irgendwelche Probleme und jetzt braucht er ungelogen doppelt so lang. Aber ja, die Walross Edition 1 begann. Ich lud Folgen hoch, ungefähr, ich glaube, 10 bis 15 Aufrufe haben die Folgen damals durchschnittlich bekommen. Und für meine Verhältnisse war das echt viel, muss ich sagen. Damals war meine durchschnittliche Zuschauerzahl rund 3 bis 4. Und da habe ich mir schon gedacht, es gibt echt Leute, die sich für den Kerl da interessieren, der komplett unmotiviert und unenthusiastisch seinen selbstgeschriebenen Text vorliest, ohne jegliches Selbstbewusstsein in irgendwelche Synchronisationsfähigkeiten. Denn genau das war die Walross Edition 1. Man hat es bemerkt, ich hatte ein schreckliches Mikrofon und war einfach nicht überzeugt, dass Leuten das gefallen würde, was ich mache, und war deswegen zu zurückhaltend, um die Charaktere wirklich zu synchronisieren. Stattdessen habe ich dann eher so relativ neutral das Ganze durchgeredet, eigentlich jeden Charakter relativ gleich gesagt, dabei eigentlich keine wirklichen Emotionen gezeigt, und letztendlich war das Ganze dann halt auch qualitätstechnisch nicht mehr auf heutigen Standards irgendwie vertretbar. Ungefähr so, wie ich es gerade gemacht habe. Das Ganze habe ich dann fertig geschrieben. Es war die einzige Walross-Edition, die ich begonnen habe auf YouTube, ohne sie fertig geschrieben zu haben. Denn den Epilog habe ich erst, nachdem ich das Finale hochgeladen habe, geschrieben. Und
dabei dann kurzfristig die Entscheidung getroffen, vielleicht sollte ich einen Nachfolger machen. Und letztlich habe ich mich dafür entschieden, es zu tun. War es die richtige Entscheidung? Erwartet irgendjemand, dass ich jetzt Nein sage? Natürlich, ey. Es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Zu dem Zeitpunkt damals habe ich dann begonnen, 4 Walross-Editionen zu planen. Die ersten 3 eigentlich relativ genau, wie man sie kennt, nur mit kleineren Änderungen. Und die 4. Walross-Edition auch relativ, wie man sie kennt, nur, dass der dunkle Gott bereits am Ende der 4. Walross-Edition anstatt Floink als Endboss aufgetreten wäre und die Reihe abgeschlossen hätte. Günther wäre in der Menschenwelt geblieben und nicht mehr zurückgekehrt. Die Reihe wäre rum gewesen. Aber zuvor stand die Walross Edition 2 an, die zu großen Teilen dadurch inspiriert war, dass ich gerade zu dem Zeitraum Undertale wirklich kennenlernte, was man vielleicht bemerkt hat, durch das ganze Zeug mit Seelensplittern einsammeln. Das Darkrai-Battle, das es in der Geschichte gab, hat man vielleicht auch bemerkt. Gerade die Kampftechniken von ihm waren sehr orientiert an Sans aus Undertale und aus heutiger Sicht war die Geschichte einfach so verdammt edgy. Oh mein Gott, was war damals mit mir? Aber letztendlich habe ich auch diese hochgeladen und die durchschnittlichen Zuschauerzahlen stiegen so auf rund 25 an. Ein paar Abonnenten kamen dazu und ich überlege gerade, war das bereits zu dem Zeitpunkt? Ja doch, es war sogar schon vorher, dass das gesamte Hörspiel der Walross Edition 1 für meine Verhältnisse explodiert ist. Zu dem Zeitpunkt, in dem Teil 2 begann, hatte der erste Teil fast 1500 Aufrufe als gesamtes Hörspiel. Und für jemanden wie mich. Mein vorher meistgeklicktes Video hatte 300 Aufrufe, also da ist einiges passiert. Die Walross Edition 2 lief ganz gut. Es war etwas besser von mir mit der ganzen Performance. Ich hatte ein Headset an diesem Punkt. Und nicht mehr so ein scheiß Mikrofon. Ich weiß gar nicht, ob man das vielleicht auf der Kamera sieht. Da hinten steht es auch im Regal, das ich damals hatte. Und das Headset, das ich damals hatte, sieht man halt nicht, liegt da. Aber das habt ihr in genügend Videos gesehen. Und dann kam etwas, das in meinen Augen alles geändert hat. Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 3 war wirklich ein riesiger Schritt. Während Teil 1 und 2 der Walross Edition für mich die beiden schlechtesten Teile der Reihe sind, ist Teil 3 hält bis heute in meinen Augen gut mit und ist für mich persönlich auf jeden Fall eine Top 3 Walross Edition und die Top 3 kann ich mich ehrlich gesagt null zwischen entscheiden. Die Walross Edition 3 hat sehr viele neue Charaktere und eine ganz neue Welt eingeführt. Weshalb ich wirklich die Sorge hatte, dass die Zuschauer, die bereits da waren, sie überhaupt nicht mögen würden. Aber die gesamten Pokémon, Bulbi, Shinux, Seemobs, Chillast, Eevee, haben sich wirklich sehr gut eingefunden und sind unglaublich wichtige Charaktere für die Reihe geworden. Gerade so Shinux und Eevee wurde man wirklich nicht mehr los. Zwei der insgesamt wohl wichtigsten Charaktere der gesamten Reihe. Gleichzeitig war es die erste Walross-Edition, bei der man zumindest in meinen Augen nicht das Gefühl hatte, dass sie wirklich nur komplett optimistisch, nur viel zu düster, nur auf eine Sache ausgerichtet war, sondern die tatsächlich vielseitig war. Allgemein habe ich einfach mit der Zeit begonnen, mich Dinge zu trauen. In der ersten Walross-Edition gab es so viele Ideen, die ich hatte, die ich letztendlich verworfen habe, weil ich mich einfach nicht getraut habe, sie aufzuschreiben. Weil ich mir dachte, nein, das kann ich so nicht machen. Das würde doch wirklich keiner freiwillig hören. Ist da ein Insekt? Ich bin nicht abgelenkt. Das würde keiner hören wollen, sowas. Aber im Verlauf der Zeit hat sich das immer und immer weiter verändert. Und nach der Walross Edition 3, die wirklich bereits sehr gut ankam und das gesamte Hörspiel ist inzwischen fast auf einem Level von den Klicks mit dem ersten und hat mehr Likes. Beide Videos haben rund 23.000 Aufrufe. 23.000!
What the fuck, Alter? Ja, es ist einfach insane. Irgendwie 160 Likes hat, glaube ich, die Walross Edition 3. Es hat euch wirklich gefallen. Die durchschnittlichen Zuschauerzahlen waren damals bei dem Projekt auf über 50, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Es ging einfach bergauf und ich habe auch nicht gesehen. Kann es wirklich sein, dass jemand wie ich, der sich einfach nur hinsetzt und seine Gedanken aufschreibt, auf einmal Leute hat, die sich dafür interessieren? Leute, die sich anhören, was ich an Fiction schreibe. Und dann kam die Walross Edition 4, die mit Abstand längste und für mich persönlich beste Walross Edition. Die durchschnittlichen Zuschauerzahlen gingen in Richtung 70 bis 80. Bereits in der Walross Edition 3 war war die Motivation, die ich zum Synchronisieren hatte, schon höher. In der 3 noch einmal. Aber ab Teil 4 war wirklich der Höhepunkt erreicht, würde ich sagen. Da war die Synchronisation wirklich an einem Punkt, wo sie eigentlich auch heute noch ist. Die Story wurde wirklich komplex, die Lore hat sich erweitert, neue Welten entstanden. Die Walross Edition 4 hat wirklich viel gebracht. Auch hatte sie an sich, ja, Floink und Bisasam waren bereits die ersten Main-Character-Devs in der Reihe, in der Walross Edition 2. Doch irgendwie hat sich das auch immer nur angefühlt, wie die Geschichte ist edgy und das hat geholfen, sie noch edgier zu machen. Chelast war gleichzeitig für mich der erste wirklich relevante und tiefliegende Character-Dev der gesamten Reihe. Auch weil sowohl Bisasam und Floink beide noch zurückgekehrt sind. Und ja, auch Eevee. Eevee ist in der Walross Edition 4 zum ersten wahrlichen OC-Charakter der Reihe für mich geworden. Der erste Charakter, der nicht einfach nur ein normales Pokémon mit einem Namen, sondern auch mit einem ganz eigenen Design war. Vorher hatte ich so die dunkle Materie, die im Prinzip schwarze Kreise mit zwei Augen waren oder die Determination, was im Prinzip Kanimani aber rot war. Eevee war wirklich der erste komplett eigens designte Charakter meinerseits. Gleichzeitig 9,5 Stunden, das längste Hörspiel. Ich glaube, das drittmeistgesehene ist es auch inzwischen. Und dann kam die Walross Edition 5. Mit der Walross Edition 5 verbinde ich einiges, denn ich habe sie wirklich geschrieben. In einer Zeit, in der ich im Leben wirklich echt nicht auf der Höhe war. Viele von uns nicht. Es war so Anfang 2000... Was? Warte, war das 21? Oh mein Gott, das war ja echt erst 2021. Der Winter von 2020 auf 21. Ah ja, was ich noch vergessen hatte, zwischen Walross Edition 3 und 4. Beinahe ein Jahr lag dazwischen, in der ich auch meine erste Fanfiction außerhalb geschrieben habe. Das englische Never Alone damals. Und ich habe begonnen, zum ersten Mal die Wesen unseres Planeten zu schreiben, was jetzt bald rauskommen wird. Es jedoch relativ schnell gecancelt. Die Walross Edition 5 habe ich dann eben geschrieben, als ich wirklich wahrscheinlich in der lowsten Phase meines Lebens bisher war. Die Geschichte, deswegen, es war für mich seltsam. Ich hatte echt nicht so viel Motivation dafür. Gleichzeitig wusste ich von vornherein, die Walross Edition 5 wird vermutlich für mich persönlich nicht so eine tolle werden. Ich habe eher so auf die Walross Edition 6 bereits hingearbeitet und gleichzeitig, dadurch hatte ich nicht viel Motivation. Ich hatte Homeschooling den ganzen Tag. Es war einfach eine verdammt schwere Zeit für mich. Und ich war mental wirklich sehr am Boden teilweise. Aber trotzdem habe ich weitergemacht und irgendwann war die Walross Edition 5 dann auch fertig. Sie ist wirklich sehr eigen, würde ich behaupten, heutzutage. Für mich persönlich ist sie jetzt doch eine tendenziell schwächere Walross Edition, wobei ich sagen muss, wenn ich selber die Walross Edition, ich sag ungerne, die ist saugut, die ist sauschlecht, ich vergleiche sie miteinander und im Vergleich
Die Walross-Edition 3, 4, 5 und 6 nehmen sich alle nicht sehr viel in meinen Augen. 1 und 2 sind ein bisschen drunter, aber die anderen 4 nehmen sich nicht so viel. Es war das einzige Mal in der Walross-Edition, dass wirklich relevant mehrere Hauptcharaktere da waren, was auch einer der Gründe war, warum die Walross-Edition 5 ein bisschen gelitten hat in meinen Augen, weil ich dadurch ein bisschen begrenzt war in dem, was ich gescheit machen konnte, weil ein Kapitel dann wirklich so viel beinhalten musste im Prinzip. Aber letztlich war die Walross-Edition 5 auch die erste, die ich mit einem wirklichen Studiomikrofon aufgenommen habe und die deswegen tatsächlich eine gute Audioqualität hatte. Und ja, sie kam auch sehr gut bei euch an. Die durchschnittlichen Zuschauerzahlen der Walross-Edition schossen noch einmal in die Höhe. Mit rund 150 Zuschauern Durchschnitt pro Folge, teilweise sogar mehr. Und ja, Walross-Edition 5, das gesamte Hörspiel kam und fast gleichzeitig bereits die Ankündigung für die Walross-Edition 6, die ich bereits geschrieben hatte zu diesem Zeitpunkt. Das große Finale der Reihe. Ein Ende von etwas sehr Großem. Von etwas, das inzwischen für mich wirklich ein Lebensprojekt geworden ist. Es war wirklich... Die Walross-Edition hat mich über 3 Jahre eigentlich täglich begleitet. Ich habe mir so Sachen ausgedacht, fast jeden Tag stundenlang, auch heute. Ich gehe raus, ich sitze im Bus von der Schule oder hin zur Schule. Die ganze Zeit denke ich eigentlich drüber nach, wie neue Geschichten von mir aussehen könnten. Und die Walross-Edition hat mich 3 Jahre begleitet. So viel Zeit habe ich investiert, so viel habe ich geschrieben. Und mit Teil 6 endete es dann. Eine Walross-Edition, die gesamte große Lore aufklären sollte, die großen Fragen auflösen und dem schon sehr großen Finale der Walross-Edition 4 noch einmal zeigen sollte. Das war gar nichts. 10 Folgen hatte das Finale der Walross-Edition 6. Es war riesig. Es hatte so viel Lore, so viele Kämpfe. Und die Plot-Armor ist einfach gefallen. Mit Shinux ist wohl einer der wichtigsten Charaktere der gesamten Reihe einfach weg gewesen. Einer der tiefsten Charaktere und einer, mit dem ich persönlich wohl mit am meisten relaten kann einfach. Shinux war wirklich für mich persönlich, ich kann es ehrlich gesagt nicht erklären, aber von der Walross Edition 3 an war Shinux einfach ein Charakter, in dem ich mich selber gesehen habe. Er war ein Charakter, der für mich einfach so verständlich war. Es gab Charaktere, die ich selber geschrieben habe, die waren halt typische Fiction-Charaktere, die wirklich ihre eine Charaktereigenschaft hatten, die sie einfach ausgelebt haben. Es gab Charaktere, die wenig Relevanz hatten wie Dropier. Es gab Lord Ecke, der nach der Walross-Edition 1, oder sagen wir ab Ende der dritten, eigentlich eher so ein bisschen schlecht gelaunter Charakter war. Und dann gab's Shinux, der eigentlich alles vertreten hat. Im Verlauf der Reihe hat er wohl am meisten von all meinen Charakteren gelitten. Und am Ende hat er sein Ende auch gefunden. Und gleichzeitig Darkrai, der bereits von Geschichte 2 an, sein Auftritt in Geschichte 1, nein, von Geschichte 2 an war er einer der Charaktere, der die Reihe sehr begleitet hat und der viele Fragen aufgeworfen hat, hat endlich sein Finale bekommen. Wobei er in seiner baldigen Spezialepisode Darkrais Chroniken noch einmal besser beleuchtet werden wird. Endlich kann ich ein bisschen über mich erzählen. Weiter im Text. Und die Weltengeister wurden wahrlich eingeführt. Gerade Omegon. Der wahrscheinlich mächtigste Charakter, den ich designt habe. Und dann auf einmal, jetzt gerade erst, vor 3, 4 Tagen, heute ist Sonntag, wenn ich das aufnehme, es sind erst 2 Tage seitdem. Auf einmal war es einfach rum. Es war wirklich wie aus dem Nichts. Auf einmal war dieses Lebenswerk von mir, diese riesige Reihe, alles, was ich dort erschaffen habe, auf einmal war es zu Ende.
über 200 Zuschauer im Durchschnitt hat die Walross Edition 6 angezogen und ja, jetzt ist es vorbei. Die Walross Edition, wie ich gerade gesagt habe, ist wirklich ein Lebenswerk geworden. Ich habe mit ihr so viele neue Leute kennengelernt. Ich habe wirklich eine Leidenschaft gefunden, die ich echt wahrscheinlich nicht mehr loslassen werde. Und ich bin so gehypt drauf, einfach noch mehr Hörspiele, neue Geschichten, neue Welten und Charaktere, noch so viel Neues zu produzieren. Und gleichzeitig sitze ich jetzt heute hier und rede so darüber, was passiert ist, denk so zurück und ich realisiere wirklich, all das, ich wäre wirklich ein komplett anderer Mensch, wenn ich nicht irgendwann damals gesagt hätte, ich setze mich jetzt hin, dieses Videospiel, das ich neulich gesehen habe, das mag ich und ich schreibe eine Geschichte darüber. Ich wäre ein ganz anderer Mensch, wenn ich das nicht getan hätte und ihr nicht da gewesen wärt. Wenn ihr nicht da gewesen wärt und euch das angeguckt hättet, was ich geschrieben habe, euch angehört habt, was aus meinem Kopf so alles entspringt, all die Geschichten und die Charaktere, all die Verhältnisse, Streit, die Trauer, alles, was ich einfach erschaffen habe. Ich habe mich wirklich selber ausgedrückt in diesen Geschichten und ihr habt zugehört, es genossen, in den Kommentaren mir einfach so viel tolles, positives Feedback gegeben. Und heute sitze ich hier. Die Walross-Edition ist rum. Aber ich habe es, als die Walross-Edition 6 begonnen hat, einmal gesagt. Es mag wirklich ein Ende sein. Noch nicht ganz, Dawn of the Skies. Es mag ein Ende sein für eine Serie. Doch für meine Zukunft, für meine Leidenschaft, die neue, die ich gefunden habe durch dieses Projekt, für Hörspiele auf Günther aus der Dönerbude, war es gerade erst der Anfang. Und ich hoffe wirklich, dass viele von euch mich auch weiter auf dem Weg begleiten werden. Und ich danke euch dafür, dass ihr die Walross-Edition zu dem gemacht habt, was sie ist. Dass ihr mich unterstützt habt, meinen Kanal supportet habt und mich angetrieben habt, weiter diesem Traum von mir zu folgen. Es wird weitergehen. Bald beginnt die Walross-Edition 3 in Dumm, danach das nächste Hörspiel. Danach bin ich bereits an einem weiteren Hörspiel am Schreiben und ich muss wirklich sagen, ich will euch nicht viel versprechen, aber für mich persönlich, wenn das Ganze so weitergeht, wie es begonnen hat und ich die Plot-Ideen so umsetzen kann, wie ich es vorstelle, könnte ich im Moment an meinem Magnum Opus schreiben, an meiner besten Geschichte, die ich schreiben werde. Aber seid gespannt. Hoffentlich seid ihr dabei. Stimmt für euren Lieblingscharakter in den Kommentaren ab. Boah, ich werd gerade emotional. Es waren geile 3 Jahre. So, die Walross Edition hat mich durch alles begleitet und auch wenn in meinem Bekanntenkreis sich eigentlich niemand groß dafür interessiert hat, trotzdem waren sie alle auch da und haben mich auch angetrieben so ein bisschen. Es ist viel passiert. Und ja, ich weiß, ich rede gerade ziemlich im Kreis rum, ich sag die ganze Zeit dasselbe, aber es ist wirklich gerade an diesem Punkt bei mir. Ich denke einfach nur zurück und merke, verdammt, was ist alles passiert? Wo ist die Zeit geblieben? Was habe ich geschaffen und wer hat mich auf dem Weg begleitet? Jetzt stehe ich auch, als ich die Walross Edition 1 begonnen hatte. Ich überlege gerade, wie viele Abonnenten hatte ich da? Ich glaube 70 um den Dreh. Heute stehe ich kurz vor den 500 und ja. Ich danke euch für alles. Und ich hoffe, ihr begleitet mich weiterhin. Bis bald.